Wir tragen sie mal. Wir brauchen Hilfe. Durch die Gegend. Ja los, Bewegung da vorne. Wo ist Antonio? Macht euch nützlich. Schafft Platz für sie. Legt sie dort ab. Das wollte ich auch schon immer mal machen. Einfach mal so den Tisch abräumen. Aber bis jetzt hatte ich noch nie die Gelegenheit. Und wenn ich mir so die Wunde an ihrem Bein anschaue, dann hoffe ich mal, dass sie auch nie in die Leiche ablegen. Ist sie schon tot? Ups. Aber sie zwinkert noch. Vielleicht sind das Leichenzuckungen. Entschuldigung, ich habe mich gerade meinem eigenen Sabber verschluckt. Wo sind wir? Daheim. Hilfe ist auf dem Weg. Hab Dank. Rosa, was ist passiert? Hol einfach das Ding da raus. Bald, bald. Sehen wir uns das erst an. Sauber ein- und ausgedrungen. Das ist gut. Hol ihn raus. Rosa, wir müssen aufpassen, dass... Sofort! Wie du willst. Sag nichts! Tut mir leid, Piccola. Piccola, schieb dir dein Mitleid in den Hintern! Geh, hol Bianca, mach schnell! Ihr müsst mir helfen. Wie? Nehmt ein sauberes Tuch. Wenn ich die Hand wegnehme, drückt den Stoff in die Wunde. Seid ihr bereit? Jetzt! Porca puttana! Ben Fatto, ihr arbeitet gut unter Druck. Sie hat Temperament, die Kleine. Avanti! Bringt sie hinein, damit Bianca die Wunde schließen kann. Ja, das wird Antonio. Wieder. Das Schlimmste ist vorüber. Ich wünsche dir Pest, du Bastard! Dir und deiner dreckigen Hure von Mutter! Danke. Rosa ist mir sehr wichtig. Würde ich sie verlieren? Ich hatte immer eine Schwäche für Frauen in Not. So sagt man. Tut nicht so überrascht. Wir wissen alles über euch, Sir Ezio. Über eure Arbeit in Florenz und in der Toskana. Gute Arbeit, wenn auch etwas ungeschliffen. Dann wisst ihr, warum ich in Venedig bin. Ich ahne es. Wenn ihr eine Minute habt, kommt in mein Büro. Wir haben etwas zu besprechen. Ja, die wäre mir auch ganz besonders wichtig, wenn sie andauernd über meine Mutter lästern würde. So, Diebesgilde von Venedig. Ach, warte. Hier gibt's ein Dingensen. Eine Versteckung von... ach, da oben ist es. Haha. Gleich gefunden, auf Anhieb. Besser als bei der Rialto-Brücke, wo ich ja erstmal links und rechts und... Oder viel schlimmer noch in der Romagna. Wo ich ja mich tot gesucht habe. Und dann kam auch noch der nervige... echte Leonardo da Vinci und hat uns auch noch... Wie macht er das? Er drückt den Controller-Stick nach oben. So, und... Ich bin der Tod geworden. Der Weltenzerstörer. J. Robert Oppenheimer? Oder Robert J. Oppenheimer? Ich bin mir nicht sicher. Aber der Erfinder oder der Miterfinder der Atombombe. Zugriff verweigert. Wie konnte es anders sein? So, 5 ist zweimal Kreis. Ach nee, das ist ja gar nicht wahr. So, was ist denn hier? Ach so, warte mal. Hier haben wir... In dem Bild links unten haben wir ein Dreieck. Und darüber haben wir eine 9. Ich hoffe mal, dass das in irgendeiner Form und Weise zusammenpasst. Und dann werden wir mal gucken. Die 5 ist offen, die 2 ist offen und die 9 ist... jener Böppel hier. So, die 2... so, das ist die 0, das ist die 1, das müsste die 2 sein. Und die 5... das ist die... Moment, ich muss einmal kurz gucken. Das ist die 3, das ist die 4 und das ist die 5. Ja, aber Hammer. Betreff Genehmigung für Test. Es gibt bei jedem Experiment den Zeitpunkt, an dem wir die Resultate im Freien überprüfen müssen. In der Welt. Ich werde den Erfolg nicht genießen, aber er ist unerlässlich, wenn wir die Gründung einer neuen Weltordnung vorantreiben wollen. Globaler Frieden und Wohlstand hängen an einer festen Hand, welche die Bevölkerung leitet. Eine Hand,
die nicht unter dem Gewicht des Gewissens zusammenbricht. Geben Sie O die Genehmigung. Und O ist wahrscheinlich der Oppenheimer. Ich glaube, dass die Geschichte uns am Ende recht geben wird. Ja. So wurden damals Atombomben gezündet. Super. Moment, ich suche hier mal ab. Obwohl, ich werde einmal kurz den Mauszeiger hier nach unten rechts bewegen. Da müssen wir wahrscheinlich mal draufdrücken, ne? Erschreckender Anblick. Hier müssen wir wahrscheinlich wieder was suchen. Das Geräusch eines Geigerzählers. Ein Geräusch, das man irgendwie sofort wiedererkennt. Und das natürlich im Film auch sehr oft benutzt wird. 71645. Und den geben wir doch mal ein. Und da rennen die beiden auf eine Tür zu, eine futuristisch anmutende Tür. So, aber da oben ist ein kleines Schätzelein. Renne ich mal an denen vorbei. Beglückwünschen mich wahrscheinlich gleich wieder. Nee, tun sie nicht. Zu meinen Kletterkünsten, aber... Das war mir mal wieder nicht vergönnt. Auf Befehl auf jeden Fall nicht. 43.000 haben wir. Und wir werden einfach mal hier den Weg nach unten antreten. Aua. So, wo ist die Tür? Da ist die Tür. Dann gehen wir doch mal zu dem netten Antonio. Avanti. Ezio. Prego. Kann ich euch etwas anbieten? Biscotti und Kaffee. Was ist Kaffee? Ein interessantes Gebräu, das ich von einem türkischen Händler habe. Hier, kostet doch mal. Etwas bitter, wenn ihr mich fragt. Irgendwas fehlt da noch. Ich weiß nicht, habt ihr es mal mit Zucker probiert? Oder Milch? Ich schätze, es ist eher etwas für Kenner. Aber genug davon. Wo waren wir? Ja, Café Solo con Giotto. Der Fehlschlag am Palazzo wirft uns zurück. Davon müssen wir uns erst erholen. Sicher wird Emilio die Zeit nutzen, seine Verteidigung zu stärken. Und die Unterdrückung des Bezirks fortsetzen. Wir haben nicht dieselben Motive, aber wir haben dasselbe Ziel. Sammeln wir unsere Kräfte und versuchen es erneut. Übereilte Taten bringen nur weitere Verluste. Nein, wir müssen abwarten und neue Pläne schmieden. Ich kann nicht untätig herumsitzen und warten. Nun, das müsst ihr nicht. Arbeitet mit uns. Meine Männer rappeln sich bereits wieder auf. Geht zu ihnen. Sie werden euch beschäftigen. Je eher ihr ihnen helft, desto eher können wir zuschlagen. Molto bene, Messere. Akzeptiert. Eine weise Entscheidung. Und... Für das nette Gespräch haben wir auch... Oh, Bauklötze. Bauklötze staunen hier auf dem Kanal. Achso, da ist gleich der nächste. Aber ich wollte zuerst vielleicht einmal kurz meinen Bekanntheitsgrad ein wenig dämpfen. Da oben. Nee, da kommen wir nicht hin. Was für ein Schwachkopf. Er wird sich noch umbringen. Ja, das könnte sogar wirklich passieren. Und hatte ich das eben richtig gesehen, dass hier auch noch irgendwo eine Feder war? 33 von 100, ein Drittel haben wir geschafft. Und das ist der Moment, wo wir uns fallen lassen. Ja, ein alberner Mann. So, ach, das ist ja Rosa, jetzt mit Stütze. Und, achso, wegen der Schleichwerbung eben, war keine Schleichwerbung, aber... Wenn ich Kaffee höre, dann muss ich immer daran denken. Hat sich bei mir schon festgebrannt. Und Geld sehe ich von... Ich weiß gar nicht, wem gehört denn Giotto? Auf jeden Fall kriege ich von denen kein Geld. Insofern ist es ja auch keine Werbung. Oder kostenlose Werbung, aber... Wasser. So, wir reden jetzt mit Rosa. Wir lassen uns jetzt hier nicht mehr ablenken. Salute, Rosa.
Ihr scheint euch gut zu erholen. Wie gefällt euch Venezia? Die Stadt hat Charme. Aber wie könnt ihr mit dem Gestank leben? Ekelhaft. Also? Was führt euch zu mir? Ich habe gehofft, ihr könntet mir bei etwas helfen. Und das wäre? Ich möchte so klettern lernen wie ihr. Oh. Verbene, das kann ich tun. Nun, ich nicht, aber Franco kann. Franco, beweg deinen Hintern. Zeig Ezio, wie man die Spitze des Gerüsts erreicht. Beginnt in einer hängenden Position. Dann springt zur Kante über euch. Erreicht ihr sie, greift mit der Hand danach und zieht euch hoch. So, gesehen, wie es geht? Ich glaube ja. Das werden wir ja sehen. Versucht es selbst. Affen machen alles nach. Die Technik Klettersprung von Rosa erlernen. Ja, das können wir auf jeden Fall. Springt, Ezio! Und dann oben mit Dings festhalten. Macht natürlich Sinn. Greift am höchsten Punkt nach der Kante. So. So, wie war ich? Es gibt bessere. Ihr trefft mich mit euren harten Worten. Na gut, Angeber. Stellen wir euer Können auf die Probe. Ich bin ganz Ohr. Trefft mich vor der Frari-Kirche. Die Frari-Kirche. 2000 Florin. Franc hätte ich jetzt beinahe gesagt. So, wo ist denn die Frari-Kirche? Ach, die ist ja gleich hier nebenan. Das ist ja ein Erinnerungsanfang. Da ist noch... hier ist die Frari-Kirche. Da sollen wir bestimmt einmal hoch. Aber zuerst will ich einmal auf diesen Turm. Welch ein Können. Dazu fällt mir gar nichts ein. Bin mir nicht sicher, ob die NPCs mich verarschen oder ob sie das ernst meinen. So, aber erstmal synchronisieren wir hier und blicken in die Ferne. Schön. Schön ist es hier. Schön. Wo springen wir denn? Ach, da unten ist so ein alter Heuwagen. Achso, das hatte ich übrigens letztens auch bei Twitter geschrieben. Als ich gesehen hatte, dass bei dem neuen Assassin's Creed Syndicate man da von Big Ben runterspringen konnte. Was natürlich klar war, dass man das machen kann, aber also, was wahrscheinlich war, weil es ja in London spielt. Aber was mich zu dem Punkt gebracht hat, wo ich dachte, wir hatten bis jetzt zwar schon immer diese Heuwagen, aber die haben sich nie bewegt. Wäre es nicht geil, wenn einer dieser Heuwagen, beziehungsweise mehrere, dann einfach so durch die Stadt fahren und man so dann... wo ist denn hier der... Hier ist er nicht. Und man so dann in einen mobilen Heuwagen reinspringen könnte. Das fand ich irgendwie als Idee relativ genial. Entschuldigung. Und dachte mir so, wieso bauen sie das noch nicht ein? Ich meine, man könnte es ja so machen, dass wenn man oben ist, dass dann automatisch einer in der Gegend spawnt. Also vielleicht sogar mit etwas Glück, um es etwas schwieriger zu machen. Und dann muss man einfach dann gucken und errechnet, das Spiel ist ja schon in diesem Fall so, dass er dann ein wenig, weiß ich nicht, den Sprung dann anpasst in die richtige Richtung, sodass man dann nicht daneben springt. Das wäre, glaube ich, eigentlich fände ich das ganz super. Und es wäre nochmal eine Neuerung gegenüber den anderen Spielen. Ich erzähle hier gerade was über Assassin's Creed Syndicate. Du alter NPC. Das Master-Kontrollprogramm. So.
wo müssen wir denn jetzt hin? Da müssen wir hin. Oh, da oben steht einer, der guckt schon ganz böse. Nee, aber das war so mein kleiner Wunsch an Assassin's Creed Syndicate. Auch wenn ich sonst relativ wunschlos glücklich bin. Weil es sieht eigentlich schon recht gut aus. Und das ist auch was ich immer schön finde, wenn man so diese Entwicklung sieht, die Ubisoft dann immer mal wieder so mit einwirken lässt. Also man sieht, okay, in Assassin's Creed 3 haben sie die Schifffahrten mit eingebaut und das haben sie dann erstmal ausprobiert und im vierten Teil haben sie es dann komplett eingebaut, obwohl es leider im dritten Teil, fand ich, waren sie etwas besser umgesetzt. Also man hatte richtig das Gefühl, dass die Wellen höher sind und dass man richtig auch gegen die Wellen kämpfen musste. Also nicht kämpfen, aber sich mit denen auch beschäftigen musste. Und weiß ich nicht, das war so etwas, was ich beim vierten Teil zwar vermisst hat, aber man hat so gesehen, okay, die haben was Neues ausprobiert und jetzt wird es dann eingebaut als volles Feature, mehr oder weniger. So, aber wir reden jetzt erstmal mit Rosa. Ein Gerüst hochzuklettern ist schön und gut. Mal sehen, wie ihr euch im Freien schlagt. Zur Spitze des Turms, ja? Bin in einer Minute zurück. Den Turm so schnell wie möglich mit Hilfe des Klettersprungs erklimmen. Oh, wir haben sogar 5 Minuten. Kommst du da nicht hoch, oder was? Mist. Nein. Ach, verdammt, jetzt versuche ich es einfach hier. Wo kommen wir denn jetzt hier mal am besten hoch? So, ich wollte hier eigentlich, was mache ich denn hier? Das kann doch gar nicht so schwer sein. Ich glaube, ich bin zu doof für dieses Spiel. Und das, obwohl ich es schon mal gespielt habe. So, ich werde jetzt einfach mal hier hochrennen. Zack, und hier, da wollte ich nämlich die ganze Zeit schon hin. Und dann hier weiter nach oben. Würde ich mich nicht so dösig anstellen, wären wir auch schon längst da gewesen. Achso, da müssen wir noch weiter hoch. Und hier hatten wir ja versucht, hochzukommen. Und das hat ja nicht geklappt. Und jetzt wissen wir auch, warum. Weil... Ah, das ist... So weit kommen wir nicht nach oben. Dann nehmen wir mal diesen Weg hier. So, und da ist auch schon zum Fuße des Turms gelangt. Erstmal synchronisieren wir hier nicht. Ich hoffe mal, das wird uns nicht von der Zeit abgezogen. Ja, das war ja schon wieder... Fragt man sich auch einiges, ne, wer da vor dem Controller sitzt. Oh, es wird tatsächlich von der Zeit abgezogen. Das ist ja... Aber da steht der Rosa schon. Die ist uns schon entgegengekommen. Und? Sieht aus, als könnte ich euch nichts mehr beibringen. Ich sag Antonio Bescheid. Erledigt eure anderen Aufgaben. Bald ist es geschafft. Ja, und Kohlen drückt sie uns auch noch in die Hand. Hüpfen und Springen haben wir synchronisiert. So, wie? Hallo, die Damen. Leuchtedamen. So, was ist denn hier jetzt mal näher als nächste Erinnerung? Das ist derjenige hier. Was ist das hier? Eine Codex-Seite. Ach komm, holen wir uns mal schnell. Weil Codex-Seiten sind immer gut. Codex-Seiten tun gut. Und da vorne ist sie schon. Und ich werde einfach mal... Ach komm.
erstmal. Sein starker Arm beschützt die Schwachen vor der mächtigen Zorn. So, ja, ich will auch nicht den dummen. Tja, aber wir haben ein Heilmittel dafür. Wusstest du das? Das Glück. Stirb, Bastardo! Nicht gefallen, Signore! So. Hilf mir sein Geschick mit dem alten Trick vom Capo. Das tut man nicht alles, um den, So, mit deinem Morgenstern, hau doch mal zu. Au. Au, was ist denn hier los? Ja, so. Der Kriegshammer einmal komplett gegen den Kopf. Und genau das gleiche. Oh, voll in die Kniekehle. Aber zuerst wollen wir ja hier einmal rein. Trauern können wir später noch um seine Kniekehle. Und wir haben eine neue Codex-Seite erhalten. Auch der Leonardo ist hier gleich in der Nähe. Das ist ja schön. Eine Leiche, wir waren es nicht. Einfach mal abstreiten, das hilft eigentlich immer. Und wir gehen, schauen doch jetzt mal bei Leonardo vorbei. Klopf, klopf. Leonardo. Ezio, es ist gut, dich zu sehen. Wie kann ich dir helfen? Haha, du hast noch eine gefunden. Wie aufregend. Ich glaube, das ist der Schlüssel. Wenn ich diese Zeile neu schreibe... Es funktioniert. Hier, nimm's. So, die Codex-Seite ist entschlüsselt. Ah, warte mal, wir können ja hier gleich mal nochmal beim Doktore... Ich habe traditionelle Mittel und die Weisheit der Araber. Ein wenig einkaufen. Apothekenbedarf. Oh, guck mal hier. Wir haben ja hier alles, was wir schon alles verbraucht haben. Das ist ja wohl eine Frechheit. So, Gift haben wir noch komplett. Ihr seht schon stärker aus. Ja, ja. Ich sehe schon stark aus. Sollen wir uns auch mal neu einkleiden? Das können wir eigentlich auch nochmal. Oh, Beutel. Was haben wir denn hier für Beutel? Mittleres Gifttäschchen. Ach komm, das hauen wir gleich mal nochmal dazu. Und Kleiderfärben. Was haben wir? Venezianischer Wein. Sieht schon mal nicht schlecht aus. Venezianisches Azurblau. Aquamarin oder Assassinenweiß. Venezianischer Wein hat schon was. Ich nehme mal venezianischer Wein. Wenn ihr eine andere Farbe haben möchtet, dann schreibt es einfach in die Kommentare und ich werde das dann einfach mal umsetzen. Bis zum nächsten Mal. So, Umhang ist auch in diesem Gebiet nicht wirksam und Moment, jetzt muss ich nochmal gucken, in welche Richtung da muss ich hin. Das ist der hier, genau. Gut. Ich dachte gerade für einen Moment, ich gucke hier falsch.